Zum einen begrüße ich Elna Schirmeister. Sie ist stellvertretende Leiterin des Kompetenzzenters Foresight am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Sie beschäftigt sich eben mit Fragen, wie wir schon heute unser Handeln an zukünftige Bedarfe anpassen und danach ausrichten können und entwickelt zu diesem Zweck Zukunftsentwürfe. Nina Treu arbeitet am Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig. Sie ist auch Mitbegründer desselben und war Team- und Programmkoordinatorin bei der 4. internationalen Degrowth-Conference in Leipzig 2014. Olga Witt ist Zero-Waste-Aktivistin, Autorin, Bloggerin, Unternehmerin, Beraterin in Abfallvermeidungsfragen. Sie studierte in Koblenz, Thessaloniki und Köln Architektur mit dem Schwerpunkt energieoptimiertes Bauen. 2016 eröffnete Olga Witt in Köln ein Zero-Waste-Ladengeschäft. Tante Olga, wie es möglich ist, eine, ja, sagen wir mal, sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft anzukurbeln und zu denken und ob wir Wachstum brauchen oder nicht brauchen, wollen wir auch eben als eine der Fragen heute Abend besprechen. Und ja, herzlich willkommen. Ist eigentlich das Wirtschaftssystem, das auf Wachstum und Profit basiert, das Richtige? Und da würde Degrowth sagen, nein, das ist es nicht. Wir brauchen eine massive Umverteilung, wir brauchen eine totale Absenkung unserer Produktion und unseres Konsums und wir brauchen eine Überwindung dieses Wachstumsparadigmas. Also wir müssen uns überlegen, was muss Wirtschaft eigentlich erfüllen, also welche Bedürfnisse müssen eigentlich durch Wirtschaften erfüllt werden, wie können wir das in einer nachhaltigen und solidarischen Weise tun und danach sollte eigentlich Wirtschaft ausgerichtet werden. Wachstum heißt halt auch in Entwicklungsländern nicht unbedingt, dass es den Leuten zugutekommt, die davon eigentlich profitieren sollten, sondern dann werden da vielleicht Autos gebaut, die wiederum eine Mittelklasse fährt, die in den Städten wohnen. So. Und dieser Kampf sozusagen, eigenes Land zu verteidigen, Ressourcen zu verteidigen, ist einer, der in vielen Orten der Welt geführt wird und der eben auch hier geführt wird, nämlich gerade im Bereich Kohle gegen die erweiterte Abbaggerung von Dörfern. Und da verbindet sich auch dieses ganz gut, welche Art von Wirtschaftszweigen müssen wir eigentlich zurückbauen? Ganz klar die Kohleindustrie. Wir dürfen weniger Kohle nur abbauen, wenn wir unsere Klimaziele einhalten wollen. Ich glaube, eine ganz wichtige Vorstellung sozusagen von einer besseren Zukunft ist auch die Frage, mit wem machen wir die eigentlich? Ich habe gerade schon angesprochen, dass wir möglichst viele Leute mitnehmen sollten und beteiligen sollten. Und deswegen arbeiten wir beim Konzeptwerk viel in Bündnissen. Also wie schafft man eigentlich Orte, wo sich Menschen da, wo sie wohnen, wieder treffen? Die Idee von Entkopplung ist sozusagen, wir können 1 Euro erwirtschaften und aber weniger Umweltverbrauch dabei haben, als wir jetzt haben. Also sozusagen in so einer grafischen Ebene, das heißt, Wirtschaftswachstum steigt weiter und der Umweltverbrauch steigt aber nicht so stark weiter. Aber unter den gegebenen Wirtschaftsbedingungen ist es sagen nahezu unmöglich, das so stark zu entkoppeln, wie es eigentlich notwendig wäre. Das kann man auf jeden Fall so sagen, dass eine komplette Entkopplung, sodass es alles so weitergeht, wie wir heutzutage leben und wir dann trotzdem den CO2-Neutralität schaffen 2050, ist kaum vorstellbar. Also es gibt immer Beharrungstendenzen, an dem festzuhalten, was man im Moment gerade hat und zum Teil zumindest auch als wertvoll erlebt. Sei es der Individualverkehr mit dem Pkw zu fahren und dann gibt's eben, sucht man nach neuen Wegen, wie man daran festhalten kann und trotzdem keine CO2-Emissionen hat und dann kommt man eben bei solchen Lösungen raus, die in der Regel nicht alle Anforderungen eigentlich erfüllen, sondern man verschiebt es halt von einem Bereich in einen anderen Bereich und das sehen wir jetzt eben bei der Elektromobilität auch. Und da kommt es sehr viel darauf an, die Systemgrenzen sich genau anzugucken. Also wo ziehen wir eigentlich unsere Systemgrenzen? Und wenn man die eben für ein Land oder nur lokal zieht, dann kann Elektromobilität sehr gut dazu beitragen, dass wir CO2-neutral in einer Stadt werden. Aber mit Sicherheit ist das eine ganz andere Frage, wenn man dann eben die Systemgrenze größer zieht. Und auch was die Umweltwirkungen angeht, wenn man die wirklich global zieht, dann sieht es immer ganz anders aus. Und deshalb glauben wir, dass an vielen Stellen eine wirkliche Systembetrachtung, die über die lokalen Effekte hinausgeht, der Schlüssel sein muss, um sich mit Dingen anders auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, bei der Degrowth-Debatte auch immer, spielt eine große Rolle, dass man eben versucht, nicht nur lokalen Fokus zu haben, sondern gesamte Systeme zu denken.
Und vielleicht noch ein Hinweis zu den Ressourcen. Ich glaube, es muss auch immer darum gehen, die Kreisläufe zu schließen. Also wirklich die Ressourcen, die wir nutzen, weiter zu nutzen. Wir sind gerade durch die Ausstellung gegangen und da hatten sie das gezeigt, dass eben mit den Resten aus der Produktion gearbeitet wird. Und dann war die Frage, ja, kann man nicht doch auch mit wirklich benutzte Dinge, also Reuse, einfach wieder mit reinnehmen. Und ich glaube, das muss bestimmt ein Schwerpunkt sein, dass man diese Kreisläufe wirklich schließt und Dinge, Ressourcen im Umlauf hält und nicht diese Unterscheidung zwischen Wertstoff und Müll ist wahrscheinlich einfach nicht sinnvoll, sondern wir müssen das alles als die Ressourcen ansehen, die wir nutzen. Müll neu verstehen und definieren, was ist das eigentlich? Ja? Also müssen wir eigentlich, glaube ich, abschaffen, Müll. Also es muss immer so gesehen werden als eine Ressource, die wir weiter nutzen und im Kreislauf halten. Anders kann ich mir es nicht vorstellen. Also der Begriff Zero Waste, der beschreibt eine Utopie. Also es geht nicht darum, keinen Müll zu haben, denn das gibt es gar nicht. Spätestens dann, wenn wir uns darüber im Klaren sind, was Müll eigentlich ist. Es ist nämlich nicht nur der Verpackungsmüll oder die Einwegprodukte, die man so wegschmeißt, sondern alles, was wir nutzen. Also beispielsweise meine komplette Kleidung, wenn die kaputt ist, dann landet die im Mülleimer. Oder unsere Elektronik, unsere Möbel, unsere Vasen, all das, was in unserer Wohnung rumsteht, was wir so nutzen. Das wird irgendwann zu Müll und deshalb gibt es null Müll nicht. Aber man kann anstreben, so wenig wie möglich zu produzieren, beziehungsweise auf die Ressourcen zurückzugreifen, die schon da sind und zum Beispiel gebraucht einzukaufen. Und dann kann man sehr leicht, sehr schnell, sehr viel einsparen. Ich glaube, dass wenn wir einen Wandel wollen, brauchen wir eine Vielzahl von Akteuren, die sich auf unterschiedlichen Ebenen für verschiedene Sachen einsetzen. Wir brauchen aber genauso Pioniere, die halt aufzeigen, wie könnte denn eine andere Wirtschaft aussehen. Also hier das Beispiel Unverpacktläden, Hausprojekte, kleine Kollektivbetriebe, solidarische Landwirtschaft. Natürlich brauchen wir auch Drähte in die Politik, also in die institutionalisierte Politik, die in irgendwelchen Parlamenten oder Ausschüssen oder Kreisräten oder sonstigen hockt, die dann das versucht, in Gesetze zu gießen und da Bündnisse zu bilden. Ja, also wir würden uns genau als eine so eine Antenne in die Politik doch sehen. Also wir machen Politikberatung und wir versuchen, die neutral zu machen. Und wir brauchen Aktivisten und wir brauchen Pioniere und wir brauchen aber auch Unternehmensvertreter aus den klassischen Bereichen. Wir brauchen auch die ganzen anderen Stakeholder oder Akteure, dass die mitziehen. Die müssen mit eingebunden sein in solche Diskussionen. Das finde ich schon wichtig, dass es eben nicht nur in solchen kleinen Nischen verbleibt, sondern dass man versucht, in den Diskurs miteinander zu kommen, in die Diskussion miteinander zu kommen, dass man die versucht, miteinander ins Gespräch zu bringen. Und das versuchen wir eigentlich dann zu machen. Also darum geht es uns eigentlich. Und am Ende enden unsere Projekte oft damit, dass wir Handlungsempfehlungen an die Politik eigentlich herausarbeiten. Also ich und auch der Verband, wir sind und wollen in Zukunft auch noch mehr politisch aktiv sein. Ich glaube aber auch, dass der politischen Veränderung eine gesellschaftliche Veränderung vorangeht. Und das ist die Veränderung, die wir vor allem auch, wo wir Einfluss drauf haben. Also das mit der Politik, das dauert immer ewig und wer weiß, ob sich wann und wie, wo was ändert. Vor allem braucht die Politik aber den Druck von unten. Und das ist das, woran ich zum Beispiel viel arbeite. Also möglichst vielen Menschen so ein Leben schmackhaft zu machen und zu zeigen, dass es deutlich glücklicher machen kann, wenn man mehr Zeug hat. Weniger Zeug hat. Natürlich. Also mein Ansatz wäre, dass wir uns mehr damit mit Utopien beschäftigen, also damit beschäftigen, wie kann eine Welt aussehen, in der wir weniger arbeiten und weniger produzieren und die Dinge aufbereiten, die schon da sind, in der es weniger Umweltverschmutzung gibt, bessere Luft, bessere Gemeinschaften, mehr Zusammenleben, mehr Zeit. Also einfach uns mehr damit beschäftigen, das mehr zeichnen, dass wir einfach sehen, wie schön die Welt sein könnte, wenn wir das alles machen oder das andere weniger machen. Also das glaube ich auch, dass es wichtig ist, Visionen zu entwickeln, Utopien zu entwickeln, sich darüber klar zu machen werden, wo man eigentlich hin will. Jetzt eine technische Lösung, wie man den Menschen ändern kann, habe ich nicht. Das wird auch schwierig sein. Aber was mir immer auffällt, ist, dass irgendwie darüber geredet wird, die Politik oder es sind irgendwie das System oder sowas, da sitzen überall auch ganz normale Menschen und ganz oft ist es so, wenn wir mit Unternehmensvertretern sprechen, dann stellt man sich vor, in diesen Großkonzernen, da sitzen ja nur diese grauen Männer, die irgendwie alle nur was Schlechtes wollen.
Das ist ja nicht so. Die haben Kinder und die wollen was Gutes für ihre Familien und das ist, man kann auch mit denen reden. Also ich würde jetzt überhaupt nicht so Fronten sehen, sondern ich glaube, es muss eher was sein, was überall ansetzt. Das sind alles Leute, die auch eine gute Zukunft, ein gutes Leben für ihre Familie und für ihre Kinder wollen. Und die sind aber genau oft, das ist ja das Paradox und das Schwierige daran. Ja, ne? Aber oftmals, wenn man mit denen redet, merkt man, so weit davon sind die gar nicht. Wenn die Möglichkeiten sehen würden, dann sind die auch bereit, Dinge zu ändern. So ist es nicht. Ich glaube, wir müssen eher über soziale Innovationen nachdenken als über technologische Innovationen. Und ich glaube, wir müssen anfangen, diese Welt, die wir uns da wollen, dass wir die suchen. Also dass Leute die Erfahrung machen, es geht doch auch anders. Also ich glaube, ohne politische Aktionen wird es nicht geben. Deshalb glaube ich, dass diese Verbindung zur Politik sehr, sehr wichtig ist. Das mit den Wahrscheinlichkeiten ist extrem schwierig. Da kann man, glaube ich, wirklich keine angeben. Das wäre völlig unseriös von irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten, was dazu sagen. Wichtig ist aber, glaube ich, dass man sich überlegt, es ist möglich. Und wenn das möglich ist, dann heißt es dafür, sich einzusetzen. Wie es auf jeden Fall besser wird, wird es halt nur besser, wenn wir selber es in die Hand nehmen und anfangen. Zusätzlich braucht man, glaube ich, noch die Politik. Also ich glaube, das wäre mir eigentlich eher noch das Anliegen, dass man nicht immer von der Politik da oben oder so weit weg sitzt, sondern dass es auch darum geht, auch politisch aktiv zu werden, glaube ich, oder dahin zu wirken, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass wir Dinge so tun können, wie wir sie wollen. Ich würde vorschlagen, dass wir dieses Jahr alle nicht in den Urlaub fliegen und stattdessen uns mal Zeit nehmen, Utopien zu zeichnen, damit wir wissen, damit wir etwas haben, wofür wir kämpfen wollen. Bedanke ich mich ganz herzlich bei unseren Gästen für das heutige Gespräch auf dem Podium. Und wir sind jetzt noch da in unserem Zero Waste Café, was wir im Rahmen der Ausstellung eröffnet hat. Diana ist heute da als ein Part der Projektgruppe Wilde Flora, die eben den Null-Müll-Versuch gestartet haben. Alle sind natürlich herzlich eingeladen, noch zu bleiben und das Gespräch dort weiterzuführen. Ansonsten lade ich herzlich gerne ein zu unserem nächsten Zukunftsforum, die Arbeit in Zukunft.